Um noch einen besseren Eindruck von der Netgear Storan-Einheit zu bekommen, stellen wir diesen kleinen würfelartigen Netzwerkspeicher einfach nochmal im kurzen Video vor. Das Gerät beinhaltet zwei Festplattenslots und durch die abnehmbare Blende hier an der Frontseite sind die zugänglich. Außerdem finden sich Statuslampen und ein USB-Anschluss an der Vorderseite. Relativ kompakt das Ganze, 3,5 Zoll Platten gehören dort rein. Mitgeliefert wird eine 1 Terabyte Western Digital Platte. Der USB-Anschluss kann für Drucker beispielsweise verwendet werden oder für so einen kleinen USB-Stick, den man einfach einsteckt. Und dann sind auch die Daten von dem USB-Stick im Netzwerk verfügbar. Wenn wir die ganze Geräteeinheit hier mal umdrehen, sehen wir, es ist ein Netzwerkanschluss vorhanden und ein Stromanschluss und diese beiden Mechanismen, um die Platten auszuhebeln. Sehr kompakt, sehr klein und auch sehr geräuscharm im Betrieb.